Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zugleich im Namen von Frau Winkelmeier-Becker, von Alexander Hofmann und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion insgesamt. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem heutigen Fachgespräch Kinderpornografie bekämpfen. Bitte erlauben Sie mir, bevor ich einige inhaltliche Bemerkungen mache, dass ich die Referenten des heutigen Tages willkommen heiße. Es sind Referenten, die mit dem Fragenkreis der Kinderpornografie in der Praxis permanent befasst sind. Unser Ziel ist es, durch diese Veranstaltung herauszuarbeiten, welche Möglichkeiten haben wir im Augenblick, um die noch immer erschreckend hohen Fallzahlen im Bereich der Kinderpornografie zu senken. Das geht nicht ohne die Expertise der Praxis. Ich darf deshalb sehr herzlich willkommen heißen Herrn Markus Kotz, Leiter der Gruppe Cybercrime im Bundeskriminalamt. Ich begrüße Herrn Franosch, leitender Ministerialrat im Hessischen Ministerium der Justiz. Ein herzliches Willkommen an Frau Julia von Weiler, Vorstandsmitglied von Innocence in Danger. Und ich heiße herzlich willkommen Herrn Thomas Janowski, Leiter der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg. Ich freue mich, dass wir auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, auch Gesprächspartner aus anderen Fraktionen heute zu Gast haben. Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen, in ganz besonderer Weise unsere Referenten. Das Thema des heutigen Fachgesprächs ist leider unverändert aktuell. Nach den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2017 haben wir, wenn man es mal runterbricht auf den einzelnen Tag, so schwer immer die Aussagekraft solcher tagesbezogener Zahlen zu beurteilen ist, haben wir im Grunde jeden Tag mindestens zig Fälle von Kindesmissbrauch, zig Fälle von Kinderpornografie, Dunkelziffer, vielleicht werden wir auch darüber nachher sprechen, sehr, sehr hoch. Die Fallzahlen sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das kontrastiert auch im Verhältnis zur allgemeinen Kriminalitätsentwicklung. Wir haben bei der Kriminalitätsentwicklung in Deutschland insgesamt erfreuliche Zahlen. Wir sind in Deutschland so niedrig in der Kriminalität wie seit 25 Jahren nicht mehr. Aber wir sehen im Bereich der Kinderpornografie leider sehr, sehr hohe Fallzahlen, die in der Vergangenheit weiter angestiegen sind. Wenn wir uns überlegen, wie erschreckend das ist, wenn wir uns mal eine Sekunde, versuchen, uns vielleicht in die Haut eines betroffenen Kindes zu versetzen, dessen ganzes Leben damit im Grunde ramponiert wird, dann bedeutet das für uns, dass wir da nicht einfach die Hände in den Schoß legen können. Wir haben deshalb in der vergangenen Legislaturperiode im Bereich der Modernisierung des Sexualstrafrechts einiges auf den Weg gebracht. Wir haben auch in dieser Legislaturperiode uns im Koalitionsvertrag eine Reihe von Punkten vorgenommen, beispielsweise Ziel, das Cybergrooming und den Versuch des Cybergroomings unter Strafe zu stellen, Ziel, die Verfolgung pädokrimineller Täter im Netz zu verbessern. Wir haben noch immer die bekanntermaßen schwierige Situation mit Blick auf die Vorratsdatenspeicherung, die im Augenblick infolge von Gerichtsentscheidungen im Grunde in Deutschland nicht angewandt werden kann, mit der Folge, dass auch viele potenzielle Ermittlungsansätze einfach von vornherein überhaupt nicht vorhanden sind. Wir wollen die Hände nicht in den Schoß legen, sondern wir wollen all die Maßnahmen ergreifen, die erforderlich sind, um die Opfer hier zu schützen davor, dass sie Opfer dieser fürchterlichen Straftaten werden. Dazu möglicherweise Veränderungen im Strafrecht, dazu möglicherweise Veränderungen im Strafprozessrecht, vielleicht aber auch Maßnahmen einfach im operativen Bereich, bei denen noch die eine oder andere Möglichkeit besteht. Dies von meiner Seite einfach einleitend als einführende Bemerkungen in dieses unverändert aktuelle, aber zugleich traurige Thema.
Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir sind dann, glaube ich, sogar ein wenig noch vor der Zeit. Herr Kotz, Sie haben, wenn ich es richtig sehe, 3 Minuten mehr für Ihren Impulsvortrag Herausforderungen an Ermittler in Zeiten ohne Vorratsdatenspeicherung, Kinderpornografie im Darknet. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihre Präsentation. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Habart. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen in der Kürze der Zeit natürlich nur schlaglichtartig einige Aspekte hier nennen, wie sich die Bekämpfung der Kinderpornografie aus Sicht des Bundeskriminalamtes darstellt, würde mich dann aber auch über vertiefende Fragen im Anschluss an die Vorträge hier sehr freuen. Sie alle wissen, dass spätestens seit der Jahrtausendwende das Internet das vorherrschende Medium ist, um Kinderpornografie zu verbreiten. Und im Bundeskriminalamt haben wir deshalb täglich mehrere hundert Hinweise auf Kinderpornografie, um die wir uns kümmern. Hintergrund ist, ich muss mal gucken, es funktioniert, wo muss ich es hinhalten? Da, in die Richtung. Kommt nicht an. Wir haben in jedem Jahr, bekommen wir sehr viele Hinweise vom sogenannten National Center for Missing and Exploited Children aus den USA. Das ist eine zentrale Stelle, an die die US-amerikanischen Provider Informationen über kinderpornografisches Material in ihren Diensten melden. Und vom NCMEC werden diese Hinweise dann an das Bundeskriminalamt gesteuert. Wie gesagt, jeden Tag mehrere hundert. Die Zahl steigt enorm. Wir hatten im Jahr 2013, um Ihnen beispielsweise das mal so aufzuführen, 5.000 bis 6.000 Hinweise des sogenannten NCMEC. Im Jahr 2015 waren es schon 16.500, im vergangenen Jahr etwa 35.000 Hinweise und in diesem Jahr rechnen wir mit etwa 60.000 Hinweisen. Das ist also eine Flut von Informationen, um die wir uns kümmern müssen. Für uns ist das immer anders, jeden einzelnen Fall zu überprüfen und jeden einzelnen Fall versuchen aufzuklären. Das machen wir insbesondere, indem wir die IP-Adresse, die uns immer hier mitgeliefert wird, versuchen zu überprüfen. Und hier kommt gleich das erste große Problem für uns. Wir haben in Deutschland, das wissen Sie alle, Herr Dr. Habart hat es angesprochen, die Vorratsdatenspeicherung nicht umgesetzt. Das bedeutet, ein Viertel der Hinweise, die wir vom NCMEC bekommen, können wir nicht weiter aufklären aufgrund nicht vorhandener Vorratsdatenspeicherung. Und dabei ist diese Zahl ein Viertel noch sehr positiv zu betrachten, denn wenn wir mal sehen, wie viele strafrechtsrelevante Fälle denn tatsächlich übrig bleiben, denn man muss natürlich auch sagen, dass einige Hinweise aus den USA in Deutschland eben nicht strafrechtsrelevant sind. Wenn wir also nur die strafrechtsrelevanten Fälle betrachten, dann ist es zwischenzeitlich so, dass wir fast 50% der strafrechtsrelevanten Fälle nicht aufklären können, weil in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung nicht umgesetzt wurde. Konkrete Zahl im vergangenen Jahr waren etwa 8.400 Fälle, die wir nicht aufklären konnten, mangels Vorratsdatenspeicherung. Um sich hier auch nochmal darüber bewusst zu sein, wir haben mehr Fälle mangels Vorratsdatenspeicherung einstellen müssen, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft einstellen müssen, als wir überhaupt in der polizeilichen Kriminalstatistik registriert haben. Ich möchte Ihnen das mal kurz ein bisschen praktischer auch darstellen, wie beispielsweise so ein NCMEC-Report aussieht. Sie sehen, wir bekommen hier Hinweise der US-amerikanischen Provider über das NCMEC, über die Verbreitung oder das Hochladen von Kinderpornografie. Tatzeit sehen Sie hier, ist oben eingekreist, der 2. Dezember 2016, 12.06 Uhr. Wir bekommen auch mitgeliefert eine IP-Adresse und sogar eine Portnummer. Das heißt, wir bekommen im Grunde alles, um erfolgreich ermitteln zu können. Ermittlungsansätze liegen also vor, allerdings können wir sie mangels Vorratsdatenspeicherung nicht nutzen. Das ist sehr wesentlich hier für uns zu betrachten und wie gesagt, weil die Vorratsdatenspeicherung nicht umgesetzt ist in Deutschland, gehen uns etwa 8.400 Fälle jedes Jahr verloren. Mit dieser IP-Adresse könnten wir im Grunde sehr schnell feststellen, wenn sie denn gespeichert wäre bei den Providern, von welchem Gerät aus hier eine Straftat begangen wurde, von welchem Anschluss aus. Und sehr bemerkenswert ist auch,
Auch das muss man bei dem Thema Vorratsdatenspeicherung mit berücksichtigen, dass wir sogar die Portnummern, die sehen Sie, die sind hier eingekreist, mitgeliefert bekommen. Das ist deshalb wichtig, wenn beispielsweise Straftäter öffentliche Hotspot nutzen, dann wird von diesem Hotspot aus in aller Regel nur eine IP-Adresse ausgegeben. Aber die vielen Nutzer, die sich in diesem Hotspot bewegen, die haben keine eigene IP-Adresse, sondern Portnummern. Das heißt also, wenn wir zukünftig erfolgreich ermitteln wollen, müssen wir zwingend die IP-Adresse haben und die Provider müssen auch über die Portnummern verfügen, um eben auch in WLAN und Hotspots erfolgreich Aufklärung betreiben zu können. Für uns geht es natürlich bei diesen ganzen Hinweisen nicht nur um die Bekämpfung von Kinderpornografie, uns geht es natürlich in besonderer Weise auch um die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs. Deshalb haben wir eine hohe Priorität bei der Sichtung dieser NCMEC-Vorgänge darauf, gibt es neues Bildmaterial oder haben wir Hinweise auf einen andauernden, auf einen aktuellen sexuellen Missbrauch. Diese Fälle haben natürlich hohe Priorität und werden von uns bevorzugt natürlich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft behandelt. Für uns ist es so, dass die aktive Bekämpfung von Kinderpornografie auch die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs ist. Sie wissen, es gibt unterschiedliche Studien, sehr viele Konsumenten, Verbreiter von Kinderpornografie sind auch potenzielle Missbraucher. Diesen Zusammenhang muss man einfach sehen und deshalb bewerten wir das kinderpornografische Material auch immer unter dem Blickwinkel, sehen wir hier einen aktuellen andauernden Missbrauch, den es zu bekämpfen gilt. Wenn dem so ist, haben wir eine Palette von Maßnahmen, die wir durchführen. Das einfachste wäre im Grunde die Verfolgung der IP-Adresse. Dazu habe ich mich gerade umfangreich ausgelassen, dass uns dieses Instrumentarium vielfach nicht zur Verfügung steht. Wir bekommen ebenfalls Mailadressen und Telefonnummern durch die NCMEC-Reports zugeliefert. Hier wissen Sie aber alle, dass diese Daten durchaus gefaked sein können. Das heißt, auch hier gehen uns Ermittlungsansätze verloren. Darüber hinaus haben wir, wenn das alles eben nicht greift, und das greift in der Regel nicht, haben wir Möglichkeiten verschiedener Datenabgleiche. Wir haben Bilddatenbanken, mit denen wir arbeiten können. Wir arbeiten natürlich sehr eng national mit den Landeskriminalämtern zusammen, auch im internationalen Verbund, versuchen dort schon Informationen einzuholen, ob der Sachverhalt, den wir versuchen aufzuklären, bekannt ist. Und wenn das alles nicht funktioniert, um eben den sexuellen Missbrauch schnellstmöglich zu verhindern, gehen wir in konkrete Fahndungsmaßnahmen. Und auch hier wissen Sie, gerade wenn wir nach Opfern fahnden, um eben die Straftat aufzuklären, denn viele Täter sind ja gerade in den Bildmaterialien nicht zu erkennen, ist das ein sehr sensibles Mittel, mit dem man sehr verhältnismäßig auch umgehen muss, sodass wir erstmal in eine polizeiinterne Fahndung gehen, bevor wir dann das Instrumentarium der Schulfahndung nutzen. Das heißt, wir wenden uns an Schulen, von denen wir glauben, dass die Opfer auf diesen Schulen sein könnten. Das heißt also, wir sprechen hier von einer gezielten Öffentlichkeit, einer Teilöffentlichkeitsfahndung und erst im letzten Schritt als Ultima Ratio quasi dann natürlich alles auch immer mit richterlichem Beschluss kommt die Öffentlichkeitsfahndung. Das mal so diese Aktivitätspyramide, die wir hier dann durchlaufen, um einen aktuellen sexuellen Missbrauch aufzuklären. Dazu sind wir in der Lage, da sind wir auch sehr erfolgreich. Allerdings hierzu muss man eben wissen, der erste Schritt, die Feststellung über die IP-Adresse wäre am schnellsten. Wir könnten hier am schnellsten erfolgreich sein, wir könnten am schnellsten einen Missbrauch verhindern. Diese Maßnahmen, die ich Ihnen hier beschrieben habe, die werden von uns mit hoher Priorität durchgeführt, aber dauern zum Teil Monate. Ich habe jetzt nur über die Informationen gesprochen, die wir vom NCMEC bekommen. Hierzu müssen Sie wissen, dass NCMEC bekommt Hinweise von den US-amerikanischen Providern nur über kinderpornografisches Material aus dem sogenannten Clear Web, also das Internet, was normal Sie über normale Suchmaschinen auch erreichen können. Deshalb ein kurzer Ausblick nochmal auf das Darknet. Herr Janowski wird darauf ja auch später nochmal eingehen. Im Darknet ist die Situation anders. Wir bekommen also nicht automatisiert vom NCMEC Informationen zu Kinderpornografie aus dem Darknet. Im Darknet ist es so, dass wir hier sehr stark selber aktiv werden. Wir wissen, wo kinderpornografische Foren sind. Wir gehen Streife, wir arbeiten sehr eng mit internationalen Kooperationspartnern zusammen. Wir bekommen aber auch anderweitig Hinweise und müssen uns dann auch um Kinderpornografie im Darknet kümmern. Hier greifen dann ganz andere Möglichkeiten. Ich will Ihnen hier nur mal beispielsweise zeigen. Sie sehen, links oben ist so ein Screenshot
So würde man praktisch im Darknet ein Angebot bekommen an kinderpornografischen Plattformen. Da sehen Sie beispielsweise die Plattform Child's Play. Die könnte man dann jetzt in den Fokus nehmen. Wie macht man sowas beispielsweise? In diesem konkreten Fall haben die australischen Polizeibehörden dieses Forum im Grunde übernommen, das heißt selber betrieben, eine Maßnahme, die in Deutschland so nicht möglich ist. Und weil die Polizei dieses Forum natürlich eine gewisse Zeit selber weiter betrieben hat, war es dann auch mit verschiedenen anderen taktischen Möglichkeiten dann gewährleistet, dass hier auch Nutzer dieser Plattform überführt und der Strafverfolgung zugeführt werden konnten. Das sind solche Möglichkeiten, die wir haben. Gerade im Bereich Darknet haben wir natürlich das ganz große Problem der Anonymisierung. Das Darknet ist auf Anonymität angelegt und hier brauchen wir eben neben technischen Maßnahmen auch personelle Maßnahmen. Hier spreche ich insbesondere davon, dass wir als Polizeibeamte auch im Darknet uns bewegen müssen. Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir hier auch durch den Einsatz von verdeckten Ermittlern sehr erfolgreich sind. Im vergangenen Jahr haben wir eine sehr große Darknet-Plattform Elysium mit fast 100.000 Nutzern beschlagnahmen können. Also wir sind da fähig. Meine jetzigen Ausführungen würde ich sagen, wir sind erfolgreich in der Bekämpfung der Kinderpornografie, bis auf das große Manko der Vorratsdatenspeicherung. Ansonsten haben wir immer wieder Erfolge. Gleichwohl, und das soll auch Abschluss meiner Ausführung sein, möchte ich nochmal den Fokus lenken auf die großen Herausforderungen. Wenn ich sage, wir sind erfolgreich, stecken dahinter immer sehr große Bemühungen. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Punkt, der hier steht, in Detail ausführen. Ich stehe aber gerne noch für weitere Ausführungen zur Verfügung. Ich hatte es bereits gesagt, Ermittlungsmethoden. Wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung beispielsweise. Wir brauchen aber auch technische Möglichkeiten. Wir brauchen Techniker in unseren polizeilichen Ermittlungsteams, die uns helfen, Torinfrastruktur aufzubrechen, die in der Lage sind, Entry-Nodes und Exit-Nodes zu identifizieren, die wir mit Server-Ticker, also mit Telekommunikationsüberwachung bedecken können. Das sind also Dinge, die wir brauchen und das gepaart mit personellen Maßnahmen, also Technik einerseits, personelle Maßnahmen, Stichwort verdeckte Ermittler beispielsweise und das natürlich dann im Rahmen von hoher kriminalistischer Kreativität. Denn im Darknet geht es immer darum, Personen entweder über die Identifizierung einer IP-Adresse dann letztendlich zu identifizieren oder durch geschickte Gesprächsführung, durch kriminalistisches Vorgehen, die Person aus der Anonymität zu holen oder sie zu Fehlern zu veranlassen. Das meine ich mit Ermittlungsmethoden. Wir haben es mit flüchtigen Daten zu tun und in Deutschland ist das flüchtige Datum der IP-Adresse besonders flüchtig, weil wir die Vorratsdatenspeicherung nicht haben. Wir haben auch die Möglichkeit, Accounts zu übernehmen. Das heißt, wenn ein Administrator einer Darknet-Plattform, wenn wir den Account übernehmen, haben wir natürlich auch gewisse Möglichkeiten, erfolgreich zu ermitteln. Eine große Herausforderung für uns ist auch das Thema Massendaten. Bei unseren Ermittlungen stoßen wir auf Terabyte von Daten, die wir auswerten müssen. Das bindet Ressourcen. Wir arbeiten dort viel mit Technik, aber letztendlich im Endergebnis muss an den Ergebnissen auch immer noch Hand angelegt werden. Also insofern, die großen Datenmengen, die uns mittlerweile begegnet, sind eine große Herausforderung. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir ganze Server mit einer Kommunikationsüberwachung bedecken, können Sie sich auch vorstellen, welche Datenflut wir hier generieren, die wir natürlich analysieren müssen. Die Internationalität spricht für sich. Das Internet kennt keine Grenzen. Wir sind auf internationale Zusammenarbeit angewiesen. Das funktioniert aber auch, wie ich meine, gerade mit Europol und Interpol sehr gut. Ja, und last but not least, was ich bei all dieser, bei diesen sehr doch kriminalistischen, technischen Dingen als Herausforderung noch einmal unterstreichen möchte, ist auch die Tatsache, dass wir Menschen haben, die in diesem Deliktsfeld arbeiten, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind und es ist auch eine Herausforderung, auch insbesondere für die polizeiliche Führung, das ist eine besondere Verantwortung für die Polizeiführung, auch hier Personalfürsorge zu betreiben. Das sind mal so ganz kurz unsere Herangehensweisen bei der Bekämpfung von Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs und die damit zusammenhängenden Herausforderungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja.
Herr Kotz, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Ermittlertätigkeit. Es ist uns, glaube ich, ein ganz besonderes Anliegen, weil wir wissen, wie belastend das für die Ermittlerinnen und Ermittler ist. Ihnen an dieser Stelle nicht nur persönlich, sondern auch Ihren Kolleginnen und Kollegen einfach herzlichen Dank zu sagen dafür, dass Sie im Interesse der Kinder diese belastende Tätigkeit auf sich nehmen. Ich darf stellvertretend für alle Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion noch unseren ersten parlamentarischen Geschäftsführer herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Michael Große-Prömer. Du sitzt da hinten so versteckt, dass du uns in der ersten Runde zunächst mal entgangen warst. Schön, dass du bei uns bist. Ich darf dann überleiten zum nächsten Impulsreferat, Cyberkriminalität in der Praxis, eine Bestandsaufnahme. Herr Rainer Franosch, ein immer wieder gern gesehener Gast in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Lieber Herr Franosch, Sie haben das Wort. Ja, recht herzlichen Dank. Es ist für mich ein leichtes, an meinen Vorredner anzuschließen und das vor allen Dingen deshalb, weil die hessische Justiz zum Bundeskriminalamt natürlich eine sehr intensive Zusammenarbeit und Beziehung pflegt. Das Bundeskriminalamt hat seinen Sitz in Wiesbaden, seinen Hauptsitz, und von dort aus wird auch die Kinderpornografiebekämpfung durchgeführt. Die von mir mit aufgebaute hessische Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ist die Erst- und Eilstaatsanwaltschaft für das Bundeskriminalamt, und ihr kommt die Aufgabe zu, beweissichernde Erstmaßnahmen in Internetermittlungsverfahren des BKA durchzuführen, sofern eine örtlich zuständige Staatsanwaltschaft noch nicht festgestellt werden kann. Das bedeutet, dass in den von Herrn Kotz angesprochenen Verfahren, die aus den Vereinigten Staaten herüberkommen, die sogenannten NCMEC-Verfahren, staatsanwaltschaftlich von der hessischen Justiz aufgearbeitet werden. Und insofern kann ich die Erkenntnisse hier teilen. Auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist es so, dass erfolgreiche Ermittlungsansätze oder der erfolgreichste Ermittlungsansatz, erfolgversprechendste Ermittlungsansatz bei diesen Hinweisen aus den Vereinigten Staaten, aber auch in vielen anderen Ermittlungsverfahren, die IP-Adresse ist. Die IP-Adresse, ein Verkehrsdatum, ermöglicht einem Ermittler, die Verbindung herzustellen zwischen einem bereits stattgefundenen Kommunikationsvorgang im Internet mit einem Vertragspartner eines Telekommunikationsunternehmens. Das heißt, es ist eine Momentaufnahme. Rückblickend kann ich sagen, welcher Vertragspartner eines Internetunternehmens hat eine bestimmte Datei bei einem amerikanischen Provider, Google oder Apple oder sonst wie, transportiert, versendet oder hochgeladen in einen Cloud-Speicher. Und diese Hinweise bekommen wir. Das hat auch mit der Rechtslage in den Vereinigten Staaten zu tun. Es ist bereits angeklungen, das National Center for Missing and Exploited Children hat hier die Aufgabe, Hinweise der US-amerikanischen Provider entgegenzunehmen, die angehalten sind, aktiv auch nach solchen Inhalten zu suchen, anhand von sogenannten Hash-Werten, das heißt also dem digitalen Fingerabdruck einer Datei, nicht den Bildern selbst, solche Inhalte aufzuspüren und eben an das NCMEC zu melden, und von dort wird es dann an die internationalen Partner weiterverteilt, und hier müssen dann eben diese Identifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden und, wie wir gehört haben, mit einem ganz erheblichen Anteil an Straftaten, die schlicht nicht aufgeklärt werden können, weil eine Zuordnung der IP-Adresse zu einem Vertragspartner nicht hergestellt werden kann. Wie man das Ganze rechtlich anstellt, darüber wird zu reden sein. Es gibt eine entsprechende Rechtsgrundlage inzwischen für die Verkehrsdatenspeicherung in Deutschland, die aufgrund einer Gerichtsentscheidung derzeit nicht umgesetzt wird. Aus Sicht der Strafrechtspraxis ein erhebliches Problem. Die Bedenken, die vielenorts gegen die Verkehrsdatenspeicherung erhoben werden, sind, wenn man es mal runterbricht und mal schaut, was das für ein Eingriff ist, letztlich aus Sicht der Justizpraxis nicht so erheblich, denn es geht hier nicht darum, irgendwelche Bewegungsprofile im Internet herzustellen, sondern ich bekomme einen konkreten Hinweis auf eine Person, die ein kinderpornografisches Bild versendet hat, und ich möchte nur wissen, wer war das vor einer Woche, der genau diesen Kommunikationsvorgang vorgenommen hat. Also ein Eingriff, der sicherlich nicht so intensiv ist wie beispielsweise eine Telefonüberwachung oder Ähnliches. Jedenfalls eine ganz wesentliche Maßnahme, die in der Praxis gebraucht wird, und lassen Sie mich das sagen, wesentlich im Bereich der Kinderpornografiebekämpfung, aber auch in allen anderen Bereichen von Cybercrime, ist die Möglichkeit der Identifizierung von Nutzern anhand von IP-Adressen ein sehr wesentlicher Punkt.
Man kann darüber hinaus natürlich speziell für den Bereich der Kinderpornografiebekämpfung auch darüber nachdenken, ob nicht der Gedanke, den die Vereinigten Staaten hier mit der Einrichtung des NCMEC verfolgt haben, eine Idee ist, die vielleicht auch für Deutschland und Europa sinnvoll sein könnte. Man schafft eine nicht staatliche Stelle oder sagen wir mal eine unabhängige Stelle, die Hinweise von Providern entgegennimmt, um sie dann an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben und die umgekehrt dann auch Hash-Werte-Datenbanken vielleicht erhalten kann, um sie an die Provider weiterzugeben, um die Provider intensiv und aktiv in die Suche nach Kinderpornografie einzubinden. Denn man muss sich ja tatsächlich fragen, ist die Benutzung des Internets zur Verbreitung von Kinderpornografie tatsächlich schützenswert oder nicht? Das wäre also durchaus eine Diskussion, die man führen könnte. Jedenfalls muss man sagen, in den Vereinigten Staaten ein Erfolgsmodell, 35.000 Hinweise allein im letzten Jahr. Das zeigt ja, dass das ein sehr erfolgversprechendes Instrument im Kampf gegen Kinderpornografie sein kann. Für diesen Bereich der Nutzung von Cloud-Services zum Versenden und Speichern von Kinderpornografie kommen wir zu einem anderen Punkt, der unseren Ermittlern in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten macht. Und jetzt begebe ich mich in die Niederungen des deutschen Strafverfahrensrechts. Wir haben im Strafverfahrensrecht eine Reihe von verdeckten Ermittlungsmöglichkeiten. Zu nennen ist hier die Telekommunikationsüberwachung, also beispielsweise das Abhören von Telefonen oder auch das Auffangen von Datenströmen im Internet. Aber für eine sehr banale Ermittlungsmethode haben wir nicht die Möglichkeit, diese verdeckt durchzuführen, und das ist die Beschlagnahme. Im einfachsten Fall habe ich einen Internet-Service-Provider, vielleicht Google oder auch einen deutschen, irgendeinen E-Mail-Provider, der feststellt, oha, hier in einem Cloud-Speicher liegen kinderpornografische Daten, das Ganze wird zur Anzeige gebracht, und dann stehen unsere Ermittler vor dem Problem, dass eine solche Beschlagnahme dieser Daten zwar möglich ist rechtlich, aber es ist eine sogenannte offene Maßnahme. Das heißt, der Beschuldigte ist über die Beschlagnahme, über die Übergabe seiner Daten vom Provider an an die Ermittlungsperson zu benachrichtigen. Das ergibt sich aus 94-98 Strafprozessordnung. Und hier stellt sich die Frage, warum wir nicht in die Strafprozessordnung eine Regelung einführen, die ähnlich wie bei anderen verdeckten Maßnahmen eine Zurückstellung der Benachrichtigung erlaubt. Das heißt, der Betroffene ist natürlich zu benachrichtigen, ähnlich wie bei einer Telekommunikationsüberwachung, aber warum muss das sofort erfolgen? Warum kann man nicht den 101 Strafprozessordnung entsprechend erweitern und sagen, er wird benachrichtigt, aber erst, wenn die Ermittlungen nicht mehr gefährdet werden können? Bei anderen Maßnahmen geht das. Auch das ein Wunsch der staatsanwaltschaftlichen Praxis, um erfolgreicher gegen Kinderpornografie vorgehen zu können. Rechtlich problemlos möglich, kein tiefer Eingriff gibt es für andere Bereiche. Es ist lediglich der Gesetzgeber gefragt, das umzusetzen. Ein weiterer Punkt, der uns vor Schwierigkeiten stellt, ist, dass wir das Problem haben, dass nach unserem Strafgesetzbuch der Besitz von kinderpornografischen Dateien vom Unwertgehalt her niedriger einzustufen ist als der einfache Ladendiebstahl. Das hängt damit zusammen, dass der einfache Ladendiebstahl einen Strafrahmen bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe aufweist, der Besitz von Kinderpornografie aber nur bis zu 3 Jahren. Dieses Missverhältnis ist für mich und für keinen Staatsanwalt erklärbar. Es sollte ein Konsens in der heutigen Gesellschaft sein, dass Kinder schutzwürdiger sind als oder zumindest genauso schutzwürdig sind wie Eigentum in einem Supermarkt. Insofern ist es sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass das ganz konkrete praktische Auswirkungen hat. Es ist nicht nur dieses Missverhältnis der Rechtsgüter oder des Schutzes der Rechtsgüter. Darüber hinaus ist es auch ein praktisches Problem für uns, denn viele Ermittlungsmaßnahmen in der Strafprozessordnung sind nur möglich bei einer Straftat von erheblicher Bedeutung. Und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind das eben Straftaten mit einem Strafrahmen von bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe, aber eben nicht alle Straftaten mit einem Strafrahmen nur von bis zu 3 Jahren. Das heißt, der Besitz der Kinderpornografie ist davon ausgenommen. Das kann man sehr leicht auch erkennen am Katalog des 100a Strafprozessordnung, die Delikte, bei denen eine Telekommunikationsüberwachung erlaubt ist. Beim bloßen Besitz von Kinderpornografie ist die Telekommunikationsüberwachung nicht erlaubt, weil nur 3 Jahre, auch das muss, nicht muss, aber sollte aus Sicht der Praxis geändert werden, um hier bessere Ermittlungsmöglichkeiten zu schaffen. Den Bereich der
des Schutzes von Kindern ist natürlich nicht nur bei Missbrauchsabbildungen in besonderem Maße berührt, sondern auch bei der Benutzung des Internets zur Kommunikation. Das Stichwort Cybergrooming ist gefallen. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche wie selbstverständlich heute mit den modernen Kommunikationsmethoden und Mitteln aufwachsen und selbstverständlich sich im Internet und Chatforen bewegen. Dort sind sie erheblichen Gefahren ausgesetzt. Wir wissen, dass dort vermehrt pädophil veranlagte Straftäter im Schutz der Anonymität unterwegs sind, sich als Kinder ausgeben, um zu anderen Kindern in Kontakt zu treten und diesen Kontakt auszubeuten, um entweder online einen sexuellen Missbrauch zu betreiben, die Kinder dazu zu bringen, sich vor einer Kamera nackt zu zeigen, Bilder von sich anzufertigen oder gar im schlimmsten Falle Treffen im wahren Leben herbeizuführen, um einen tatsächlichen sexuellen Missbrauch anzubahnen. Das Ermittlungsproblem, was sich stellt in diesem Bereich, liegt darin, dass Kinder, die zum Opfer werden, sehr häufig das weder ihren Eltern noch offenbar noch anderen Vertrauenspersonen, zum einen, weil Kinder häufig damit überfordert sind, wie sie damit umgehen sollen, zum anderen aber auch mitunter die Sorge vorherrscht, dass das dann dazu führt, dass ihnen bestimmte Kommunikationsmethoden einfach abgeschnitten werden. Also wir haben da ein sehr hohes Dunkelfeld, das erleben wir immer wieder in den Ermittlungsverfahren. Die erfolgreichste Ermittlungsmöglichkeit in diesem Bereich ist der Einsatz verdeckter Ermittler, die sich ihrerseits als Kinder in diesen Netzen bewegen und die dann eben von solchen Online-Straftätern angegangen werden. Und dann kann man eben entsprechend versuchen, diese Täter zu ermitteln. Das Problem ist, dass ein solcher Täter, der heute einen Erwachsenen, von dem er annimmt, es sei ein Kind, im Internet angeht mit Cybergrooming, eben straflos ist. Und deswegen ein Anfangsverdacht sich nicht begründen lässt und sehr häufig dann weitere Ermittlungsmöglichkeiten nicht bestehen. Würde man eine Strafbarkeit des untauglichen Versuchs von Cybergrooming schaffen, hätten wir hier wesentlich effektivere Möglichkeiten, im Anschluss an solche Kontaktaufnahmen auch zu Durchsuchungsmaßnahmen zu kommen, um solche Täter zu überführen. Der Fall, den wir in Hessen dazu hatten, vor einigen Jahren, zwei verdeckte Ermittler des Hessischen Landeskriminalamtes, 8 Tage im Einsatz, fast 400 Kontaktaufnahmen durch Erwachsene, die sich als Kinder ausgegeben haben, aber noch nicht mal 40 Ermittlungsverfahren, die eingeleitet werden konnten, weil in allen anderen Fällen eben die Schwelle der Strafbarkeit nicht erreicht war. Also auch das ein Wunsch der Praxis an den Gesetzgeber. Hessen hat dazu auch einen Gesetzentwurf gefertigt. Dieser Gesetzentwurf wird am 19. Oktober in den Bundesrat eingebracht werden. Ein Gesetz zum verbesserten strafrechtlichen Schutz von Kindern, Tagesordnungspunkt 62. Dort ist ein Vorschlag unterbreitet worden, den Versuch des Cybergrooming unter Strafe zu stellen. Zum Schluss möchte ich noch den Bereich des Darknet ansprechen, den auch Herr Kotz genannt hat. Das Verfahren Elysium hat das Bundeskriminalamt zusammen mit der Hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität durchgeführt. Die Erfahrungen, die dort gemacht worden sind, oder der Punkt, dass es sehr schwierig ist, in diese Netzwerke einzudringen, kann ich aus staatsanwaltschaftlicher Sicht unterstützen. Hier besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Herr Generalstaatsanwalt Janowski wird diesen Punkt später aufgreifen, weswegen ich an dieser Stelle nur sage, wir brauchen auch im Bereich des Darknet mehr Befugnisse für unsere Ermittler, um effektiver Kinder schützen zu können und die Verbreiter von Missbrauchsabbildungen und auch, wie wir ja anhand tragischer Fälle auch gehört haben, dort geht es ja nicht nur um die Verbreitung von Missbrauchsabbildungen, sondern es geht ja auch darum, dass Kinder zum Missbrauch angeboten werden über das Darknet. Und dort ist eben ohne verdeckte Ermittlungen wenig zu erreichen, weil technisch eben wenig geht. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich auf Nachfragen später. Ja. Herr Pranosch, wir dürfen Ihnen danken für Ihren Vortrag. Mit vielen der Punkte, die Sie angesprochen haben, rennen Sie bei uns offene Türen ein. Ich denke etwa an die Forderung, den Strafrahmen im Bereich des Besitzes von Kinderpornografie anzupassen. Es ergibt in der Tat keinen Sinn zu sagen, so etwas ist gegenüber dem Diebstahl eines Lippenstifts oder einer Handtasche minderes Unrecht. Vielen Dank. Ich darf damit überleiten zum Vortrag von
Frau Julia von Weiler zu dem Thema sichere Kindheit trotz Smartphone und Internet. Das sind alle diejenigen, die zu Hause Kinder haben, natürlich in besonderer Weise interessiert. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Da haben Sie mir eine große Reise geschenkt sozusagen. Ich fange mal damit an, mit dem Thema an, mit dem Herr Franusch aufhörte, Cybergrooming, und muss konstatieren, dieses Supergerät ist für Täter und Täterinnen das ultimative Tatmittel, weil ich mit diesem Gerät die ganze Zeit im direkten, unmittelbaren und vor allen Dingen vollkommen ungestörten Kontakt zum Opfer bin. Das habe ich nirgendwo anders. Das kann ich mir schöner gar nicht backen. Ich musste jetzt gerade eine Stellungnahme in einem Fall schreiben, in dem ein erwachsener 26-jähriger Mann ein 12-jähriges Mädchen so erfolgreich gegroomt hat, dass er sie zu Hause besuchen konnte und dort massiv, wirklich so massiv missbraucht hat, wie wir das selten erleben. Und in diesem Fall die Staatsanwaltschaft von einer Mitschuld des Mädchens ausgeht, weil sie artig pornografisch auf ihn geantwortet hat, und damit findet man, sie sei doch eigentlich ein kleines Luder. Das ist tatsächlich ein Zitat aus diesem Verfahren. Also, das ultimative Tatwerkzeug, und die Frage, die sich stellt, ist, die wir immer wieder stellen als Kinderschutzorganisation: Wie kriegen wir eigentlich die Hersteller von solcher Hardware und vor allen Dingen die Anbieter von Plattformen dazu, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und auch verantwortlich zu handeln, wenn es um sichere Räume für Kinder und Jugendliche geht. Wenn wir über sexualisierte Gewalt mittels digitaler Medien sprechen, dann sprechen wir schon von der ungewollten Begegnung eigentlich mit harter Pornografie im Internet. Es gibt eine aktuelle Studie, laut der über die Hälfte der Jugendlichen zum ersten Mal ungewollt Pornografie begegnet. Und ich frage mich dann immer wieder, hier sind ja lauter Juristen, ob das nicht eigentlich sowas wie eine sexuelle Nötigung sein könnte. Dann sprechen wir über Erwachsene und Jugendliche, die Kinder und Jugendliche gezielt mit diesen Inhalten konfrontieren. Wir sprechen über Erwachsene und Jugendliche, die Kinder und Jugendliche digital so schlau manipulieren, dass sie entweder online, also über die Webcam, sexuelle Handlungen an sich vornehmen, oder wenn es zu einem Treffen in der physischen Welt, in der analogen Welt kommt, zu einem sexuellen Missbrauch manipuliert wurden. Wir sprechen über Kinder und Jugendliche, die selber missbräuchliches Material verbreiten, und wir sprechen über die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, das, was Sie gemeinhin Kinderpornografie nennen. Die Betroffenen aller Nationen wünschen sich, dass der Begriff der Kinderpornografie abgeschafft wird und man stattdessen den Begriff der Missbrauchsdarstellung, oder wie die Amerikaner oder Anglosachsen sagen, Child Sexual Abuse Image, um einfach sehr deutlich zu machen, es ist nicht ein pornografisches Produkt, sondern es ist ein Produkt eines sexuellen Missbrauchs an einem Kind. Und das Wort Missbrauchsdarstellung klingt genauso wie Kinderpornografie, lässt sich auch so leicht aussprechen. Es gibt eine aktuelle Studie der Internet Watch Foundation in Großbritannien, die sich mit einem neuen Phänomen der sexuellen Gewalt an Kindern auseinandersetzt, nämlich dem sogenannten Livestream-Missbrauch. Das bedeutet, wie wir gerade schon ausgeführt haben, ein erwachsener Täter oder Täterin nimmt Kontakt, digitalen Kontakt mit einem Kind auf oder Jugendlichen, und manipuliert das Kind, Jugendlichen dahin, sich vor der Webcam sexualisiert zu verhalten. Die Internet Watch Foundation hat sich im letzten Jahr angeschaut, wer sind denn eigentlich die Opfer, und stellt fest, 98% der Opfer sind Kinder unter 13 Jahren. 96% dieser Kinder werden entweder im elterlichen Wohnzimmer oder in ihrem Kinderzimmer missbraucht. Das heißt, der Täter oder die Täterin hat Zugriff direkt auf das Kind in seinem privatesten Umfeld zu Hause und nutzt, wie alle pädokriminellen Täter und Täterinnen das tun, immer alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu missbrauchen, so auch diese. Wenn wir über sexuelle Missbrauchskontakte von Erwachsenen zu Kindern sprechen, haben wir eine Hochrechnung aus der Mikado-Studie im Auftrag des Bundesministeriums gemacht und sind auf die doch erhebliche Zahl von 728.000 Erwachsenen gekommen, die sexuelle Online-Kontakte zu Kindern unter 14 Jahren unterhalten. Das reicht von der sexuellen Anmache bis hin zum schweren sexuellen Livestream-Missbrauch. Wenn wir annehmen, dass diese Menschen nur zu 2 bis 5 Kindern Kontakt haben, dann kommen wir auf ungefähr 1,4 bis 3,6 Millionen möglich betroffene Kinder in Deutschland alleine. Ein ganz kurzer Exkurs in die hirnphysiologische Entwicklung. Wir verwechseln nämlich ganz oft die hohe Anwendungskompetenz von Kindern mit Lebens- oder Medien- oder digitaler Beziehungskompetenz. Und nur weil ein Kind dieses Gerät ungefähr 17 Millionen Mal schneller versteht als ich
und mir ungefähr 84 Funktionen erklären kann, die ich noch nicht kannte, heißt es nicht, dass es im Kontakt mit ihnen besser ausgestattet ist als ich, weil unser Gehirn sich nämlich sehr spät entwickelt. Wir sind ja so komplexe Wesen. Und der letzte Teil unseres Gehirns, und das ist wirklich wichtig, der sich entwickelt, ist der präfrontale Kortex, unsere Stirn. Und die ist zuständig für gesunden Menschenverstand. Die brauchen wir, um überhaupt medienkritisch handeln zu können. Die brauche ich, um überhaupt in der Lage zu sein, irgendeine komplexe Handlung wirklich zu verstehen. Das heißt also, immer von medienkompetenten Kindern zu sprechen, ist viel zu kurz gehüpft, meine Damen und Herren. Wir können nicht allen Ernstes Kindern diese Dinger in die Hand geben und dann in der Schule 3 bis 5 Medienkompetenz-Workshops verabreichen und dann sagen, komm mal klar. Und wenn sie nicht klarkommen, sagen wir ihnen, bist auch ein bisschen selber schuld. Und wenn sie nicht selber schuld sind, dann sind es auf jeden Fall die Eltern. Aber wer auf gar keinen Fall jemals schuld ist, sind die Anbieter. Das finde ich als Kinderschützerin eine wirklich ganz erstaunliche Umkehr von Verantwortungsübernahme für Schutz von Kindern und Jugendlichen. Sie merken, wir wünschen uns eine Inpflichtnahme der Provider, die sich an Kinder und Jugendliche wenden. Wir haben eine Untersuchung gemacht, die wir gerade abgeschlossen haben. Da haben wir zu Missbrauchsdarstellungen gefragt und haben immerhin festgestellt, dass im Zeitraum von 5 Jahren zwischen 2010 und 2015 in den deutschen Beratungsstellen ca. 1800 Mal der Verdacht auf die Existenz von Missbrauchsdarstellungen formuliert wurde und 695 Betroffene in Missbrauchsdarstellungen ungefähr beraten wurden. Diese Betroffenen finden immer noch viel, viel, viel zu selten Hilfe, weil sie sich nicht gesehen fühlen, weil sie sich schämen für die Aufnahmen, die von ihnen gemacht wurden. Und warum das so ist, erkläre ich Ihnen anhand dieser Ergebnisse. Wir waren beteiligt an einer internationalen Befragung Betroffene aus Missbrauchsdarstellungen, die geführt wurde vom Canadian Center for Child Protection. Daran beteiligt waren Deutschland, Kanada, die USA, Großbritannien und die Niederlande. Diesen Report finden Sie unter dieser Internetadresse. Es lohnt sich wirklich sehr, da reinzulesen. Wenn Sie sich anschauen, wo wurden denn diese Betroffenen missbraucht, dann sagen über die Hälfte der Betroffenen, der Missbrauch, der dann fotografiert oder gefilmt oder dokumentiert wurde, fand in meinem Zuhause statt. Und das bedeutet im Gegenzug, der Hauptteil der Täter und Täterinnen in diesen Missbrauchsdarstellungen sind enge Verwandte des Kindes. Das ist so, 37% der leibliche Vater, 13% irgendwelche weiteren Verwandten, in 12% beide Elternteile. Missbrauch durch Frauen ist nochmal so ein anderes Thema. Das ist wichtig zu wissen und das BKA bestätigt mir, dass auch, sagen Ihre Kollegen, dass ganz viele Missbrauchsdarstellungen, die Sie sehen, offensichtlich irgendwie im häuslichen Umfeld stattfinden. Deswegen dann letztlich die Suche nach der Schulfahndung, weil man das Gefühl hat, okay, diese Kinder gehen irgendwo zur Schule und da finden wir sie zumindest, weil diese Kinder erzählen nicht, dass sie zu Hause missbraucht wurden, das tun sie schon so nicht. Und wenn Aufnahmen gemacht wurden, dann tun sie es noch 5-mal nicht, weil neulich in einem Verfahren ein Richter gesagt hat, also so richtig schlecht ist es dir auf den Aufnahmen ja nicht gegangen, das kann ja nicht so schlimm gewesen sein. Viele, über die Hälfte der Betroffenen in dieser Befragung haben über organisierten Missbrauch berichtet. Das ist das, was wir in Staufen gesehen haben. Das ist das, was Sie sagen, wenn Sie sagen, Kinder werden für sexuelle Handlungen zum Verkauf angeboten. Das ist auch kein so großes Randphänomen mehr, wie Sie annehmen. Und im Großteil dieser Fälle war ein biologischer Elternteil Haupttäter oder Täterin. Das bedeutet für uns, wenn wir uns diese Phänomene anschauen, wir müssen uns klar machen, dass bei sexueller Gewalt, die dokumentiert und verbreitet wurde, vielleicht auch organisierte Strukturen entstehen. Es gibt im Moment gerade eine aktuell laufende Studie über organisierten Missbrauch in Deutschland, die zu total ähnlichen Ergebnissen kommt wie diese kanadische internationale Untersuchung. Was bedeutet es für die Betroffenen, aufgenommen worden zu sein? Und sie sagen, das Schlimmste daran ist, dass die Verbreitung niemals endet. Mein Missbrauch ist festgefroren in Zeit und Raum und ich kann nichts tun, um ihn zu beenden.
Ich habe kennengelernt im Mai in Kanada eine amerikanische Mutter eines Opfers, und in den USA ist es so, dass sie sich als Opfer von Missbrauchsdarstellungen entscheiden können, ob sie darüber informiert sein wollen, wenn ihre Missbrauchsdarstellungen irgendwo gefunden werden oder nicht. In diesem Fall hatte diese Familie sich dazu entschieden. Das Mädchen war missbraucht worden vom leiblichen Vater, bis sie 8 Jahre alt war. Der Missbrauch lag 10 Jahre zurück. Der Vater hat den Missbrauch gefilmt und verbreitet. Und die Familie, also die Mutter und Tochter, haben in den vergangenen 10 Jahren 25.000 Mal vom FBI die Mitteilung erhalten, dass die Missbrauchsdarstellungen dieses Mädchens auf irgendeinem Rechner gefunden wurden in der Welt. Und die schlimmste Mitteilung war, als man ihnen sagte, einer der Tatverdächtigen lebt 4 Straßen weiter von ihnen in derselben Stadt, in der sie auch wohnen. Also, die Verbreitung ist ganz weit und sehr nah an zu Hause. Und eine Sorge, die Betroffene haben, ist, erkannt zu werden. Und 30% sagen, wir sind auch schon erkannt worden. Und wissen Sie, was dann passiert, wenn sie erkannt werden? Aus Missbrauchsdarstellung, dann macht man ihnen gleich den Vorschlag, man könne sie doch wieder missbrauchen. Das heißt, sie werden retraumatisiert, und es gibt Betroffene, die uns erzählen, dass sie zum Teil richtig aufgesucht werden in den sozialen Netzwerken und dass Tätergruppierungen anfangen, konkret nach ihnen oder ihren Kindern zu suchen. Das bedeutet, für diese Betroffenen ist eine Teilhabe an der digitalen sozialen Welt, wie wir sie alle kennen und mehr oder minder toll finden, nämlich Facebook, Instagram und so weiter und so fort, nicht wünschenswert. Und das Größte, die größte Sorge, die diese Betroffenen haben, ist die Gesichtserkennung. Viele dieser Betroffenen, gerade die, die aus der organisierten Kriminalität ausgestiegen sind, haben zu Recht große Angst, dass es Tätergruppierungen möglich sein wird oder bereits möglich ist, sie aufgrund der Gesichtserkennungssoftware wiederzuerkennen und zu finden. In dieser Untersuchung haben wir auch gefragt, die Betroffenen, habt ihr eigentlich angezeigt oder nicht? Über die Hälfte, 63%, haben sich gegen eine Anzeige entschieden. 40% sagen, weil sie Angst haben. 12% sagen, der Täter, die Täterin hat gedroht, ich hatte keine Kraft mehr. Oder ich habe Angst, mir wird eh nicht geglaubt. Dann haben wir gefragt, in wie vielen der angezeigten Fälle kam es denn zu einer Anklage. Und interessanterweise kam es in 45% der Fälle zu einer Anklage und in 55% kam es nicht. Interessant finde ich, das gilt im Übrigen auch für Deutschland, wenn es um einen sexuellen Missbrauchsfall geht an einem Kind. Der Täter hat es dokumentiert und ist dann vor Gericht geständig. Dann ist es für uns Kinderschützer, und ich bin keine Juristin, deswegen darf ich das hier so laut sagen, total erstaunlich, dass das so strafmildernd bewertet wird, weil wir so ein bisschen sagen, naja, also es gab ja die Aufnahme, wieso, klar musste der das gestehen, der hatte ja gar keine Möglichkeit mehr, das nicht zu gestehen. Ich überspringe jetzt ein bisschen die Meldepflicht, weil über die schon gesprochen wurde, und komme auf ein wirklich großes Projekt, und ich wünsche mir, dass die deutsche Bundesregierung sich an diesem Projekt beteiligt. Das ist ein Projekt des Canadian Center for Child Protection, das Projekt Arachnid für Spinne. Der Canadian Center hat einen sogenannten Webcrawler entwickelt, der ausgestattet wird mit der Foto-DNA von polizeibekannten Missbrauchsdarstellungen. Und der krabbelt durchs Netz, und zwar durchs helle Netz, genauso wie durchs dunkle Netz, und sucht nach diesen Darstellungen. Und das Besondere an der Foto-DNA ist, dass sie eben auch modifizierte Bilder derselben Darstellung aufspüren können. Letzte Woche gerade, der ist gestartet am 17. Januar 2017, letzte Woche hat er seine 1.000.000. Nachricht zum Notice and Takedown an einen Provider geschickt und gesagt, wir haben hier übrigens polizeibekannte Missbrauchsdarstellungen gefunden, ihr müsst die vom Netz nehmen. Und das ganz besonders Wichtige ist, unten rechts sehen Sie, 85% der Nachrichten, die der Provider, die Arachnid bisher verschickt hat, betreffen bisher noch nicht identifizierte Opfer aus Missbrauchsdarstellungen. Das heißt, es sind hochaktuelle, stattfindende Missbrauchssituationen für Kinder und Jugendliche. Und
Großbritannien, die britische Regierung hat sich bereits an diesem Projekt beteiligt, auch finanziell beteiligt. Es haben sich Meldestellen beteiligt. In Deutschland haben wir ja, wenn Sie auf NCMEC zu sprechen kommen, haben wir eine sehr erstaunliche Situation, nämlich dass wir 3 Meldestellen insgesamt haben für Kinderpornografie. Davon sind 2 von der Industrie betrieben sozusagen und eine von Jugendschutznet. Da fände ich schon schlau, wenn es vielleicht irgendwie gebündelt würde und man da eine zentrale Anlaufstelle schaffen würde. Und wie RUCKNICT funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt in einer ganz kurzen Clip-Darstellung. Ja, wenn Sie, so. Können Sie den jetzt abspielen? Läuft nicht? So. Every time I see someone looking at me, I wonder if they know, if they've seen the pictures. Sometimes it feels like I'm being abused. Over and over again. In the dark throes of the web, every day under the cover of anonymity, technology is being misused to share images of child sexual abuse across the world. And with every single share, victims are forced to relive their abuse over and over again. To fight fire with fire, the Canadian Centre for Child Protection has created Project Arachnid. Virtual crawlers that scour the internet to find and remove images of child sexual abuse. To identify these images, Arachnid uses a groundbreaking combination of Microsoft's photo DNA technology along with digital fingerprints received from institutions like the RCMP and Interpol. Now, even if the image has been cropped, reformatted, or augmented in any way, the crawlers find the matching images and help take them down. Arachnid is a giant step forward in helping victims of child sexual abuse reclaim their lives. But the battleground shifts every day as technology evolves and offenders find new ways to victimize and evade. And while we vow to relentlessly fight on the front lines every day, we need your support. So please share this video and help break the cycle of abuse. Für die Betroffenen ist es eine ganz wichtige Vorstellung zu wissen, dass es möglich ist, ihre Aufnahmen aus dem Netz zu entfernen. Es wäre nicht sehr sinnvoll für Deutschland, einen eigenen Webcrawler zu entwickeln. Da glaube ich, ist globale Zusammenarbeit eine richtig tolle Idee. Also was brauchen wir aus unserer Sicht? Wir brauchen eine Beteiligung an Arachnid, finde ich. Wir brauchen gesetzlich verpflichtende Schutzstandards für digitale Anbieter, die sich an Kinder und Jugendliche wenden. Wir brauchen eine Meldepflicht für Internet Service Provider, so wie wir sie in den USA und Kanada haben. Das bedeutet aber auch, dass die Strafverfolger ausreichend ausgestattet sein müssen, um dem dann auch überhaupt nachkommen zu können. Wir brauchen ausreichende Ressourcen und Weiterbildung für die Menschen in der psychosozialen Versorgung, weil die Opfer wirklich, und das ist eine Kritik an meine eigene Zunft, immer noch viel zu sehr alleine gelassen werden. Denn viele Leute sagen, ach, mit dem Digitalen kenne ich mich nicht so aus. Wir brauchen für Betroffene aus organisierter Kriminalität unorthodoxe Wege in die Hilfe, die zum Beispiel bedeutet, dass man nicht sich irgendwo neu anmelden muss und dann wird digital die neue Adresse mit dem Klarnamen hinterlegt. Das ist für Betroffene aus organisierter Kriminalität eine sehr beängstigende und zu Recht beängstigende Vorstellung. Und am Ende, und das haben meine Vorredner schon viel besser ausdrücken können als ich, brauchen wir die bessere Möglichkeit der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt im Internet oder mittels digitaler Medien. Vielen Dank. Oh. Vielen Dank, Frau von Weiler. Sie haben uns, glaube ich, insbesondere viel vermittelt von der Perspektive auch der Opfer, um das besser zu verstehen. Das ist sehr beklemmend, aber damit Teil der Wirklichkeit. Damit leite ich über zu dem letzten Impulsreferat über die Verfolgung von Kinderpornografie im Darknet, Herr Generalstaatsanwalt Janowski. Und danach übernimmt mein Kollege Alexander Hoffmann die Moderation. Ja, meine Damen und Herren, von mir auch zunächst ein herzliches bayerisches Grüß Gott hier in Berlin. Schönen Dank für die Einladung. Ganz kurz vielleicht ein paar Sätze zu Herrn Franusch und Herrn Kurz, denen ich mich voll anschließen kann. Die Verkehrsdatenspeicherung ist unentbehrlich für Ermittlungen im Cyberraum. Ich denke, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man das problematisiert, dann will man auch die Kfz-Kennzeichen entfernen,
Denn mehr ist es ja im Ergebnis nicht. Man hat eine Kennzeichnung, wo man weiß, wem gehört das Auto, wer war zu dem Zeitpunkt unterwegs. Cybergrooming auch ein wichtiger Einstieg, hier den untauglichen Versuch strafbar zu machen, weil nur dann können wir mit verdeckten Ermittlern hier rangehen, hier versuchen, Fälle aufzuklären. Auch für mich die Frage des Strafrahmens bin ich, Herr Franusch, voll, jetzt hätte ich fast den Sozialpädagogen-Ausdruck, voll bei Ihnen gebraucht, voll Ihrer Meinung. Der Vergleich auch, um höhere Strafen vielleicht erreichen zu können, weil ob ich jetzt eine Strafe aus einem Strafrahmen bis zu 3 oder bis zu 5 Jahren bilden kann, ich sehe zumindest eine gewisse Chance. Auch ein Gedanke, der bisher noch nicht angesprochen wurde, aber in dem Paper enthalten ist, Herr Habert, ist die Möglichkeit, die Löschung im Bundeszentralregister auszusetzen oder zumindest hinauszuschieben, weil dann haben wir, wenn ein Zweittäter bei Gericht auftaucht, die Möglichkeit, ihn als vorbestraften Täter zu behandeln. Wenn er nicht im BZR mehr drin ist, ist er Ersttäter. Selbst wenn ich polizeiliche Akten, staatsanwaltschaftliche Akten noch hätte, kann ich hier nicht weitermachen. Das waren nur ein paar Gedanken. Doch lassen Sie mich jetzt zu einem kleinen, aber doch sehr wichtigen Spezialproblem kommen, wenn wir davon ausgehen, dass Kinderpornografie heute an sich fast ausschließlich über das Darknet verbreitet wird. Es gibt ein paar wenige, die in Einzelfällen noch im Clearweb agieren, und im Darknet habe ich eine De-Anonymisierung, eine Verschlüsselung, die sehr erfolgreich ist, die es uns nahezu unmöglich macht, ohne spezielle Ermittlungsmöglichkeiten hier eine Täteridentifizierung zu betreiben. Nur ganz kurz zur Verständnis, wir unterscheiden ja das Clear Web, das Internet, in dem Sie alle surfen, das Deep Web, das sind Teile des World Wide Web, die über Suchmaschinen nicht erreichbar sind, und das Darknet, das gleichgesetzt wird mit dem Tor-Netzwerk. Hier ist vielleicht auch wichtig, allein die Tatsache, dass jemand im Darknet surft über einen Tor-Browser, macht die eine oder der andere von Ihnen vielleicht auch, ist keine Straftat, ist für uns auch kein Anhaltspunkt für die Aufnahme von Ermittlungen. Es gibt auch Bereiche auf unserem Planeten, wo das unter Umständen lebensrettend sein kann, hier im Darknet zu agieren, im sogenannten Tor-Netzwerk. Vielleicht auch nur mal, das ist immer ganz interessant, wo kommen diese Begriffe her? The Onion Routing, die Überlegung von Zwiebelschalen, die sich hier um den eigentlichen Surfer herum platzieren. Hier können wir die IP-Adresse nicht verfolgen. Wir haben verschlüsselte Daten und haben letztlich, wenn unser Täter keinen Fehler macht, ein vollständig anonymisiertes Surfen. Wenn er dann noch ein Produkt, das Tails sich nennt, auf dem Rechner verwendet, dann können wir auch bei einer Durchsuchung auf dem Rechner keine Spuren finden. Wir haben den physischen Datenstandort, das heißt, wo ist der Surfer, wo steht der Surfer körperlich, auf dem das Board betrieben wird, auf dem die inkriminierten Daten liegen, um dort unmittelbar oder im Wege der Rechtshilfe durchsuchen zu können. Das kann nicht ermittelt werden, und anders als bei normalen Ermittlungen im analogen Bereich, wo wir observieren können, wo wir Zahlungsströme verfolgen können, wo wir eine Telefonüberwachung machen können, haben wir in diesem Bereich keine Möglichkeiten, weil unser Täter ist im Darknet anonym unterwegs. Wenn irgendetwas bezahlt werden muss, dann wird das über Cryptocurrencies, also über Bitcoins oder andere digitalen Währungen passieren. Und auch da ist es ja sehr schwierig, die Geldflüsse zu verfolgen. Was haben wir für rechtliche Probleme? Ein großes Problem ist bei
Streifen im Cyberraum durch die Polizei, wo man praktisch, wenn man auf, sobald man eine Seite aufruft, in einem Marketplace beispielsweise, wo alles, was gut, billig und verboten ist, angeboten wird, müssen Sie ja an sich schon ein Ermittlungsverfahren einleiten, aber Sie wissen gleichzeitig, da kommt nichts raus. Wir hatten das Problem der Quellen-TKÜ, das dankenswerterweise durch Sie, meine Damen und Herren Abgeordneten, oder zumindest durch den wesentlichen Teil von Ihnen im letzten Mai noch, Mai, Juni war es, glaube ich, gewesen, noch erledigt werden konnte. Wir haben das Problem, inwieweit ist es erlaubt, Exploits, also Programmlücken zu benutzen. Wir haben das Problem des Zugriffs auf ausländische Server. Cyberkriminalität ist ja ein internationales Phänomen, das wir nur mit einer nationalen Verfolgung nur eingeschränkt bekämpfen können, wo wir international tätig sein müssen. Lassen Sie mich einen kleinen Werbeblock ganz kurz einfügen. Deswegen hat die Bayerische Justiz, die Zentralstelle Cybercrime Bayern, bei meiner Behörde auch eine enge Zusammenarbeit mit Interpol. Wir hatten letzte Woche erst einen Workshop in Nürnberg zum Thema Darknet-Ermittlungen, Cryptocurrencies in Zusammenarbeit, wo 50 Polizeibeamte aus 40 Ländern da waren. Und wir haben die Frage, das ist der eigentliche Kernpunkt, zu dem ich Sie mit meinen Ausführungen hinführen möchte, der Handlungsmöglichkeiten von verdeckten Ermittlern. Ein kurzes Fallbeispiel dazu, dass im April 2016 bei uns gelaufen ist, in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, mit Europol und anderen Organisationen. Das Verfahren ging von Australien aus. Sie sehen oben ein Foto der schönen Stadt Würzburg. Einer der Täter saß in Würzburg. Wir bekamen die entsprechenden Informationen schon von den Australiern, dass unser User mit dem Namen entweder Proxy oder Nafti Rabbit in Würzburg wohnte. Er konnte dort durch Kräfte des Bundeskriminalamts und der Grenzschutzgruppe 9 im April 16 festgenommen werden. Er war Moderator in einem Kibo-Forum, das sich Giftbox Exchange nannte. Er war dort nicht nur einfacher User, sondern er hatte Zugang zu, konnte Berechtigungen verteilen, Informationen über User abrufen. Es gab dort auch einen Bereich Producers Room, der uns natürlich sehr interessiert hätte, was dort passiert, weil dort, so wäre unsere Hoffnung gewesen, man das eigentlich Interessante, nämlich den Missbrauch, die Produktion dieser abscheulichen Bilder hätte feststellen können. Der Beschuldigte konnte dann auch insoweit zur Zusammenarbeit gebracht werden, dass er uns seine Zugangsdaten gegeben hat und einverstanden war, dass ein verdeckter Ermittler des Bundeskriminalamts unter seiner Benutzerkennung dort sich umschauen, agieren, Verbindungen protokollieren und so weiter konnte, aber leider nur für einen bestimmten Zeitraum dies dürfte, denn es war in diesem Forum üblich, dass er sich monatlich, Sie sehen hier die Security Verification, Monthly Security Message für ihn, für Mai 2016. Er musste sich verifizieren, dass er einmal im Monat ein kinderpornografisches Bild hochladen konnte. Und hier hatten wir dann das Problem. Hier haben wir alles Mögliche überlegt, die Lege Lata, also nach der derzeitigen Rechtslage ist es klar, zu Recht klar für den allgemeinen Bereich, Ermittler dürfen keine, verdeckte Ermittler dürfen keine Straftaten begehen. Und im 184b Absatz 5 gibt es zwar eine Gestattung für den Besitz von Kinderpornografie für Polizei und Staatsanwaltschaft eben als Folge von Durchsuchungen oder Ähnlichem, aber nicht für die Verbreitung, und es wäre ja ein Verbreiten, wenn er ein solches Bild hochladen würde.
Wir haben dann überlegt, was geht. Wobei ein Ansatz ist, echte kinderpornografische Bilder dürfen wir nicht hochladen. Die Frage des rechtfertigten Notstandes, hier gibt es eine klare herrschende Meinung. Wenn wir eine gesetzliche Regelung haben, können wir uns nicht in einem Teilbereich plötzlich auf rechtfertigen Notstand berufen. Künstlich erstellte Bilder, unsere Lösung im Ergebnis, unser Lösungsvorschlag, geht auch nicht, da seit einer Gesetzesänderung im 184b nicht nur Bilder, die ein tatsächliches Geschehen darstellen, sondern auch Bilder, die ein wirklichkeitsnahes Geschehen darstellen. Dann kamen, ich weiß nicht, Herr Kurz, ob ihr das wart oder wir, irgendeiner der Ermittler auf die Idee, könnte man nicht aus einem medizinischen Lehrbuch irgendein Bild abfotografieren und hochladen, aber auch da kamen dann die Juristen, auch ich bin so einer, zum Ergebnis, es kommt auf den Empfängerhorizont an und damit geht das auch nicht. Wie schaut es nun in Nachbarländern aus? Im Vereinigten Königreich noch oder nicht mehr, ich weiß es im Moment gar nicht, EU-Mitglied, also früher mal zumindest EU-Mitglied, dort darf unter bestimmten Voraussetzungen ein verdeckter Ermittler im Online-Bereich Straftaten begehen. Also die Engländer haben diese Lösung auch, die Australier haben auch in einem Gesetz aus 2009 die Möglichkeit, dass der verdeckte Ermittler im Darknet Straftaten begehen darf. Das war dann auch unsere Lösung. Das heißt, wir haben das Verfahren mit den Zugangsdaten unseres Würzburger Beschuldigten wieder zurückgegeben nach Australien. Und Australien konnte dann diese Verifizierung durch Hochladen eines Bildes machen und hatte dann auch Erfolg. Es war der physikalische Surfer in Frankfurt. Deswegen haben wir, mussten wir, Herr Franosch, dann, glaube ich, das Verfahren an die ZIT abgeben, die dann, weil dort dann die Tatort-Zuständigkeit war. Aber das ist kein Problem, weil man muss sich hier im Ermittlungsbereich die Daten einfach zuspielen, um erfolgreich zu sein. Und letztlich kam es dann zu einer Identifizierung und Verhaftung eines Täters, unter anderem in den Vereinigten Staaten. Unser Lösungsvorschlag, unsere bayerische Idee, um das künftig zu vermeiden, ist, dass man im 184b verortet und damit klar auf die Ermittlungen Kinderpornografie beschränkt und nicht etwa irgendeine Tür, ein Tor aufzumachen, dass man sagt, verdeckte Ermittler dürfen ja da und dann kann man doch auch ein bisschen Körperverletzung oder das begehen, das ist völlig klar, das kann nicht gehen. Aber im Bereich des Darknets habe ich keine anderen Möglichkeiten. Da ist das die einzige Chance, die ich habe, hier durch Hochladen eines fiktiven oder wirklichkeitsnahen Geschehens. Mir sagen die Fachleute, es ist heute möglich, Bilder zu erstellen, bei denen man nicht erkennen kann mehr, ob es ein echtes Foto ist oder ein computergeneriertes Bild. Und natürlich werden die, die dagegen sind, jetzt sagen, naja, dann verlangen die halt in Zukunft was anderes zum Nachweis. Aber wir haben immer hier ein Hase-Igel-Spiel, dass wir sagen, wir machen irgendeine rechtliche Lösungsmöglichkeit auf und dann überlegt sich unsere Kundschaft, überlegen sich die Straftäter, was kann man denn sonst machen? Aber auf der anderen Seite zurücklehnen und nichts tun in diesem Bereich geht auch nicht. Das ist mein Appell zu diesem Thema. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Janowski. Danke auch dafür, dass Sie
uns mal auch einen praktischen Einblick gegeben haben, auf welche tatsächlichen Schwierigkeiten man dann selbst in einem Ermittlungsverfahren stößt, wo man vermeintlich zunächst das Gefühl hat, in der Vorhand zu sein, einfach deswegen, weil man dort zufälligerweise auf den Moderator einer solchen Seite getroffen ist. Meine Damen, meine Herren, als zuständiger Berichterstatter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion habe ich jetzt die Aufgabe, die Fragerunde, die sich jetzt anschließt, ein Stück weit zu moderieren. Ich will beginnen zunächst einmal noch mal mit einem Dank auch in Ihrem Namen an die vier Vortragenden, liebe Frau Weiler und meine sehr geehrten Herren. Ich glaube, Sie haben uns ein sehr gutes Gefühl dafür gegeben, wie der aktuelle Stand, die aktuelle Situation ist und uns auch einen sehr guten Horizont aufgemacht, welche zukünftigen Handlungsbedarfe Sie sehen. Und ich glaube, meine Damen, meine Herren, das, was uns alle beklommen macht, sind ja eigentlich die Zahlen, die dahinter stecken, dieses Ausmaß. Und es lässt natürlich den Rückschluss zu, dass die digitale Welt für pädokriminelle Täter ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ich will dazu gar nicht weiter ausführen, sondern wir wollen natürlich Ihnen die Gelegenheit geben, jetzt die Experten, die wir eingeladen haben, auch für Sie ansprechbar zu machen. Ich würde Sie bitten, wenn Sie eine Wortmeldung haben, vielleicht ganz kurz Ihren Namen zu sagen, auch den Hintergrund, was führt Sie hierher, ist ja durchaus für uns interessant, und dann kurz kenntlich zu machen, wen Sie fragen, und darf einleiten mit einem einfachen Feuer frei. Bitte. Es bestehen alle. Wenn Sie ins Mikro sprechen, ist es besser für alle verständlich, weil der Raum ziemlich gedämmt ist. Ja, mein Name ist Brigitte Heuss aus Hannover. Ich habe selber als Kind erlebt, was Sie so erzählt haben. Aber meine Frage ist jetzt, wenn in der Familie irgendetwas auffällig ist, und die Mutter Angst hat, kann die sich einfach an irgendjemand wenden und kann sagen, mir ist das und jenes aufgefallen, wie soll ich das wahrnehmen? Vielen Dank, Frau Heuss. Ich denke, das ist eine Frage für die Frau von Weiler. Okay. Ja, kann sie. Es gibt inzwischen, wir haben ja inzwischen den unabhängigen Beauftragten zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, und wir haben vor allen Dingen seit einigen Jahren eine bundesweite kostenlose Telefonnummer, die eine solche Mutter anrufen kann, vollkommen anonym auch, um sich erstmal zu sortieren. Das nimmt so den Druck, zu sagen, oh je, jetzt muss ich schon sehr konkret werden und ich habe ja erstmal auch ein bisschen Schiss, jemanden zu Unrecht zu beschuldigen und so weiter. Es gibt in der Tat sehr viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen, aber ein Manko, glaube ich, wird deutlich, ist, dass viel zu wenig Menschen von diesen Angeboten wissen. Und eine Aufgabe ist sicherlich, diese Angebote wirklich so in die Welt zu schicken, damit jede Mutter in jedem Haushalt oder jeder Vater oder wer auch immer weiß, da gibt es diese Nummer, die kann ich anrufen, und da sind Expertinnen und Experten, mit denen ich mich vertrauensvoll austauschen kann. Vielen Dank, Frau von Weiler. Ich will weiter in die Runde blicken. Weitere, auch gerne Anmerkungen oder Fragen von Ihnen? Ja, bitte. Ups. Schönen guten Tag, Jan Lindenau, Reporter von der Welt. Herr Kurz, ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar haben Sie gesagt, dass die NCMEC-Meldungen im Endeffekt aus dem ClearWeb kommen. Nun haben wir von Herrn Janowski gehört, dass mittlerweile zur Verbreitung vor allem das Dark Web, das Darknet benutzt wird. Inwiefern würde uns dann oder Ihnen die Vorratsdatenspeicherung weiterhelfen, wenn man davon ausgehen könnte, dass die Täter ihre IP-Adresse verschlüsseln würden? So. Ja, die IP-Adresse hilft uns deshalb weiter, weil wir dann annähernd 10.000 Fälle der Verbreitung von Kinderpornografie weiter verfolgen können. Ich hatte ja gesagt, Kinderpornografie ist eben nicht nur ein Delikt, welches sich im Darknet abspielt. Und das, was wir an Hinweisen vom NCMEC bekommen, sind Hinweise aus dem ClearWeb. Und hier werden uns immer IP-Adressen geliefert, und wenn diese IP-Adressen nicht bei dem Provider gespeichert sind, müssen unsere Ermittlungen enden, sofern wir keine anderen Ermittlungsansätze haben, was in aller Regel dann der Fall ist oder sehr häufig der Fall ist.
Und wie gesagt, deshalb muss man sehen, diese ganzen Zahlen, die hier kursieren, sind alles mit Vorsicht zu genießen. Ich sagte ja bereits, wir müssen mehr Fälle einstellen, mangels Vorratsdatenspeicherung, als wir überhaupt in der polizeilichen Kriminalstatistik haben. Und auch die Aufklärungsquote, die verändert sich dadurch ja enorm. Also wenn wir beispielsweise von einer Aufklärungsquote laut PKS von 90% ausgehen, wenn wir aber die ungeklärten Fälle, die wir mangels Vorratsdatenspeicherung nicht ermitteln können, dann haben wir schon nur noch eine Aufklärungsquote von 40%. Und da haben wir die ganze Dunkelfeldproblematik noch gar nicht beachtet. Wenn Sie jetzt nach den Ermittlungen im Darknet fragen, dort ist für uns auch die Vorratsdatenspeicherung von großer Bedeutung, denn wir sind durchaus in der Lage, Eingangs- und Ausgangs-Serverinfrastruktur zu identifizieren und hierbei auch durch verschiedene kriminaltaktische Maßnahmen, durchaus auch IP-Adressen festzustellen, die wir dann beim Provider abfragen können. Ich kann das natürlich hier nicht im Detail ausführen, aber für Ermittlungen im Cyberraum und auch für Ermittlungen im Darknet ist für uns die Vorratsdatenspeicherung in jedem Fall erforderlich. Vielen Dank, Herr Kurz. Der Herr Franisch würde gerne noch was ergänzen. Ja, ich möchte das aufgreifen, was Herr Kurz zum Schluss gesagt hat. Das erste erfolgreiche Verfahren, das im Darknet oder gegen Darknet-Kinderpornografieverbreiter geführt worden ist, ist die Operation Downfall gewesen, 2013. Damals ist eine Sicherheitslücke im Tor-Protokoll ausgenutzt worden. Es ist tatsächlich gelungen, die Verschlüsselung zu brechen und Real-IP-Adressen zu gewinnen. Und die Vorratsdatenspeicherung wäre damals schon sehr wichtig gewesen. Die hatten wir zu diesem Zeitpunkt aber in Deutschland nicht, weswegen eine Vielzahl von Fällen nicht aufgeklärt werden konnte. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch für Darknet-Verfahren brauchen wir eine Möglichkeit, IP-Adressen zuordnen zu können, nämlich immer dann, wenn es einem gelingt, die Verschlüsselung, Anonymisierung zu brechen. Also manchmal muss man auch einfach nur Glück haben. Da drüben eine Wortmeldung, bitte. Mein Name ist Norbert Winkler, ich bin Staatsanwalt in Berlin und arbeite in diesem Bereich. Wir sind ja hier im parlamentarischen Rahmen, es geht ja hier auch um Wünsche sozusagen an den Gesetzgeber offenbar. Da hätte ich noch einen, der hier nicht zur Sprache gekommen ist, und zwar ist es so, dass für die retrograde Speicherung der DNA von Tätern, das im Grunde bei Konsumenten oder bei Leuten, die einfach nur jetzt kinderpornografisches Material verbreiten oder halt besitzen, eine solche Speicherung nicht möglich ist. Ich denke, hier könnte oder würde ich mir direkt wünschen, dass es eben eine gesetzgeberische Änderung dahin gebe, dass man diese Täter mit Blick darauf, dass es eben, was ja auch schon angesprochen worden ist, eben diese Fälle gibt, dass diese Leute irgendwann nochmal wirklich zu übergriffigen Hands-on-Tätern werden, dass die erfasst sind. Ein weiteres Wort noch zu dieser Vorratsdatenspeicherung. Ich bin grundsätzlich sehr dafür zu haben und dafür. Ich finde aber, man sollte in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch, und das ist gerade nur so ein bisschen angeklungen, auch benennen, unter welchem unglaublichen Druck die Ermittlungsbehörden, insbesondere die Polizei, stehen, alleine zur Bearbeitung der Fälle, die jetzt aufgedeckt werden können, nach jetziger Gesetzeslage. Es geht ja nicht nur darum, dass es immer mehr Fälle werden, jetzt allein durch die NCMEC-Geschichten, sondern dass die betroffenen Beschuldigten eben immer mehr Datenträger haben, dass es immer mehr Verschlüsselung gibt. Die Ermittlungsbehörden kommen da kaum hinterher, die Sachen noch selber auszuwerten, sondern es wird ausgelagert. Die Auswertungen dauern teilweise Jahre. Es drohen Verjährungen, und vor dem Hintergrund halte ich jetzt diese Forderung im Bereich Vorratsdatenspeicherung für unseriös, wenn man nicht gleichzeitig und mit demselben Nachdruck auch dafür sorgt, dass die Ermittlungsbehörden mit entsprechendem Personal ausgestattet werden. Vielen Dank für den Hinweis. Ich will da vielleicht zunächst einmal ergänzen, dass wir schon auch bei den letzten Debatten in diesem Bereich, und da haben Sie ja gerade die große Reform im Bereich der Kinderpornografie in der letzten Legislaturperiode wahrgenommen, schon auch immer versuchen, eine zweigleisige Debatte zu führen, weil uns das natürlich auch klar ist, dass zwar auf der einen Seite die Instrumente wichtig sind, aber gerade auf der anderen Seite natürlich die Personalausstattung immer eine Rolle spielt, wenn man sich eben vor Augen führt, wie aufwendig dann die Ermittlungsmaßnahmen sind. Vielen Dank für den Impuls. Sie haben hier auf dem Podium vorne breites Nicken für den ersten Vorschlag auf der Wunschliste gesehen. Also denke ich, hat es sehr deutlich dokumentiert, dass wir das mitnehmen. Und ich will in die Runde fragen, ob es weitere Fragen gibt. Ja, die Dame da hinten, bitte. Guten Tag, Spörl ist mein Name. Ich bin Doktorandin von der Uni Augsburg. Ich habe noch eine Frage zu den Keuschheitsproben und bin da, um das vorwegzuschicken, noch nicht so ganz überzeugt.
Zunächst vielleicht eine Frage an Herrn Kurz. Also ich würde gerne wissen, inwiefern sind die wirklich erforderlich? Denn nach dem, was Sie eben gesagt haben, scheinen sie doch im Darknet schon sehr erfolgreich, um sie zu zitieren, ermitteln zu können, sodass ich mich frage, es gibt ja auch andere technische Lösungen, wir haben eben schon das so anklingen lassen, man kann vielleicht auch andere Wege finden, um diese Verifikation einfach zu überspringen auf einem technischen Level, ohne tatsächlich in die Situation zu kommen, dass man den Ermittlern so weitreichende Befugnisse einräumen muss. Und ich finde, da muss man halt wirklich auch nochmal sehen, dass das ein Dammbruch wäre, denen das einzuräumen, dass man sagt, es ist wirklich in Ordnung, in diesem Bereich von dem allgemeinen Grundsatz abzurücken, dass zur Verfolgung von Straftaten eben keine eigenen Straftaten begangen werden können. Und ich finde, gerade wenn wir uns jetzt in dieser Legislaturperiode auch auf die Fahnen schreiben, uns für unser Rechtsstaatsprinzip einzusetzen, was ja sich von anderen Ländern unterscheiden kann, dann wäre es wichtig, hier auch eine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, in unserer Rechtskultur würde so eine Keuschheitsprobe tatsächlich nicht mit den allgemeinen Rechtsüberzeugungen zu vereinbaren sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Stolz, für dieses kritische Statement. Und die Frage ging an den Herrn Kurz. Bitte. Ja, ich greife das zunächst auf. Es soll kein Dammbruch sein. Ich glaube, der Herr Nowski hat ausdrücklich unterstrichen, dass es eine Einzelfallregelung sein soll, speziell im Bereich der Kinderpornografie, um gerade Zugänge im Darknet zu bekommen. Und ich glaube, Herr Nowski hat ganz deutlich gemacht, das soll kein Einfallstor sein für die Begehung von Straftaten durch verdeckte Ermittler. In der Tat ist es richtig, dass wir auch bislang große Ermittlungserfolge erzielen konnten, ohne dieses sogenannte taktische Posten durch verdeckte Ermittler. Und deshalb bin ich auch, ich ganz persönlich bin der Auffassung, dass taktische Posten kann deshalb auch nur ein zusätzliches Mittel sein, das in ganz konkreten Einzelfällen genutzt werden muss. Viel wichtiger ist, dass, was der Staatsanwalt aus Berlin auch gerade noch mal genannt hat, wir müssen auch immer betrachten, dass wir beispielsweise mit der Einführung der Vorratsdatenspeicherung, mit der Weiterentwicklung unserer technischen Möglichkeiten und mit einer vernünftigen personellen und materiellen Ausstattung der Dienststellen zur Bekämpfung von Kinderpornografie natürlich auch sehr große Ermittlungserfolge erzielen können. Das sind sicherlich Schritte, die wir auch gehen müssen. Dieses taktische Posten kann ein zusätzliches Mittel sein, um beispielsweise Zugänge zu bekommen, aber auch um Foren aufzuklären und um Kontakte zu potenziellen Straftätern anzubahnen. Es ist durchaus richtig, das muss man. Wir haben mit dem taktischen Posten noch nicht eine Identifizierung eines Straftäters erreicht. Wir können uns durch das taktische Posten Zugänge schaffen, wir können Verhältnisse aufbauen, wir kommen damit, wir können, wenn wir Zielpersonen haben, von denen ein möglicherweise aktueller Missbrauch ausgeht, können wir in Kontakt treten und versuchen, durch geschickte Gesprächsführung möglicherweise einen Missbrauch zu unterbinden oder möglicherweise mindestens mal hinauszuzögern. Also es gibt schon Möglichkeiten. Ich will aber insofern nochmal unterstreichen, diese sogenannte taktische Posten hilft uns, eine von ganz vielen Hürden, die darüber hinaus bestehen, zu übersteigen. Wir sollten aber, oder ich gehe nicht so weit und sage, das ist das Allheilmittel zur Bekämpfung von Kinderpornografie. Es kann ein zusätzliches Mittel im konkreten Einzelfall sein. Es gibt weitere Maßnahmen, die erforderlich sind. Vielen Dank, Herr Kurz. Ich will da auch nur ganz kurz ergänzen, weil ja die Diskussion auch im politischen Raum seit einigen Monaten schon stattfindet und wir von der Unionsfraktion auch immer Wert darauf legen, dass wir sagen, wir reden
immer über die Konstellation im Einzelfall, also kein Ermittlungsinstrument, das von Anfang an zur Verfügung stellen soll, sondern immer als Ultima Ratio. Dieser Fall in Würzburg, der hat es ja sehr eindrücklich gezeigt, dass ich dann weiß, in 2 oder 3 Tagen geht die Berechtigung zu und dann habe ich eben keine Möglichkeit, mal wieder reinzukommen. Also immer dann, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht. Da war aber noch mal eine Nachfrage, die ich natürlich gerne zulasse. Danke. Ich weiß gar nicht, ob das eine Nachfrage ist, die jetzt direkt an Herrn Kurz geht oder nicht, doch vielleicht an den Herrn Janowski. Und zwar beziehe ich mich da auf dieses Hase-und-Igel-Spiel, was Sie eben angesprochen haben. Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass wenn ich computergeneriertes Material hochladen kann als Ermittler und damit ja auch das Material nochmal vergrößere, dann dazu komme, dass es tatsächlich Programme gibt, die auf einmal unterscheiden können, und so Programme gibt es ja auch schon in Ansätzen, unterscheiden können zwischen computergeneriertem Material und echtem Material, dann wird die Grenze heraufgesetzt, es ist nur noch echtes Material zulässig und im Ergebnis werden dadurch vielleicht sogar noch mehr Kinder missbraucht, weil halt dann noch mehr echtes Material vonnöten ist, um Zugang zu diesen Foren zu erhalten. Herr Janowski, Hase und Igel war von Ihnen. Sie sind für die Antwort prädestiniert. Hase und Igel, genauso wie es möglicherweise Fortschritte gibt, die eine Identifizierung des computergenerierten Materials gibt, wird es dann auch Programme geben, die noch besser Computer generieren können. Also wir haben ja hier im Bereich der IT eine ständige Verbesserung auf allen möglichen Seiten. Und es ist eine klare Aussage, es ist für mich undenkbar, dass man ein echtes Bild macht und das dann hochlädt. Also das ist No-Go. Deswegen ja auch diese klare Beschränkung, die wir aber auf der anderen Seite als eines von vielen Instrumentarien in diesem Bereich brauchen, um erfolgreich agieren zu können. Nicht in jedem Fall, aber ein Einzelfall, wo wir so ein Forum damit aufknacken könnten, was ja die Australier gezeigt haben, was es was bringt, ist schon genügend. Vielen Dank, Herr Janowski. Bevor die Frau von Weiler da noch was ergänzen möchte, möchte ich auch noch klarstellen, also die Erkenntnisse in Großbritannien zeigen, dass wir über eine solche Bildermenge reden, dass es Anbietern von solchen Seiten quasi nicht möglich ist, durch ein standardisiertes, automatisches Vorprüfungsverfahren computergenerierte Bilder rauszufiltern, weil man zum Beispiel die Möglichkeiten hat, Metadaten der Bilder im Hintergrund zu verändern. Das heißt, die können zunächst solche Bilder allenfalls im Rahmen einer Einzelfallprüfung herausfiltern und das ist aufgrund der Anzahl der Bilder, die dort kursieren, so gut wie unmöglich aktuell. Frau von Weiler, Sie hatten noch eine Ergänzung. Genau, 2 Ergänzungen. Die eine Ergänzung, die macht Ihre Diskussion vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter. Es gibt, mir sind viele Betroffene bekannt aus Missbrauchsdarstellungen, die sagen, ich würde meine Bilder sogar zur Verfügung stellen. Dann sind sie wenigstens ein Instrument in der Bekämpfung von Verbreitungsplattformen. Das finde ich eine sehr spannende Frage, auch zu erörtern in diesem Fall und viele, viele Fragen, die sich daran anschließen. Und ich möchte aber gerne davor warnen, zu sagen, dass das ermittlungstaktische Vorgehen der Strafverfolger dazu führen, dass Täter und Täterinnen quasi gezwungen werden, mehr Kinder zu missbrauchen. Das ist ein wirklich echter Trugschluss. Täter und Täterinnen missbrauchen Kinder, weil sie das können, weil sie leichte Zugänge haben und weil sie, ich sage es jetzt mal ganz profan, Bock darauf haben. Und ich finde, dass wenn wir diese Diskussion gut führen wollen, dann müssen wir schon auch sehr genau unterscheiden, was sind ermittlungstaktische Vorgehen, aber wir sollten wirklich nicht daraus das Problem kreieren wollen, dass die Strafermittler Täter dazu führen, noch mehr Kinder zu missbrauchen, damit sie mehr Material generieren können. Das halte ich wirklich für einen total falschen Diskussionsansatz, den wir gleich wieder abschließen sollten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau von Weiler. Meine Damen und Herren, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit will ich noch einmal in die Runde schauen, ob es noch Nachfragen gibt. Da hinten der junge Mann noch, bitte. Ja, ich heiße Ibrahim Turan, bin Schülerpraktikant im Abgeordnetenbüro von Frau von der Leyen. Meine Frage richtet sich an Herrn Kurz.
Und zwar sagten Sie, es gibt eine spezielle Fahndung in Schulen nach den Opfern. Aber entmutigt das nicht die Schüler erst recht, wenn sie wissen, dass dann vielleicht auch Schüler und Freunde davon halt, ja, dass sie dann auch Bescheid wissen davon? Weil, ja, das ist eigentlich die Frage. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie mir die Gelegenheit gibt, das auch mit zwei, drei Sätzen zu erklären. Also diese Bilder werden nicht den Schülern gezeigt, sondern nur den Lehrern. Und es geht dann letztendlich darum, dass die Lehrer die Bilder vorgelegt bekommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sie werden ihnen elektronisch zur Verfügung gestellt oder in Lichtbildmappen. Und die Lehrer schauen dann, ob sie das Kind kennen. Und wenn sie das Kind kennen, ist es dann natürlich für die Polizei möglich, den dahinterliegenden Missbraucher zu identifizieren. Das heißt also, die Kinder bekommen dort nicht zu sehen. Bei der Schulfahndung sind wir in aller Regel sehr erfolgreich. Insofern ist es ein sehr gutes Mittel und wir sorgen auch dafür, dass der betreffenden Schule, wenn es denn zum Erfolg gekommen ist, auch eine Rückmeldung gegeben wird. Und wir wissen um die Belastung, die wir auslösen bei Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie sich diese Bilder anschauen müssen, wobei wir natürlich darauf achten, dass sie nicht die klassischen Missbrauchsbilder sehen, sondern eben nur so viel, dass es für eine Identifizierung eines Kindes ausreicht. Also wir geben auch eine Rückmeldung und wir haben da auch erfahren von den Schulleitern, dass es sehr positiv aufgenommen wird, dass wir diese Rückmeldung gegeben haben und wir würden daraus interpretieren, dass das eher motivierend gewirkt hat. Also unsere Rückmeldung und dann auch den Erfolg zu sehen und dann für sich auch zu spüren als Lehrerinnen und Lehrer, ich habe hier einen Missbrauch beenden können, ist, glaube ich, eher motivierend als frustrierend. Vielen Dank, Herr Kurz. Meine Damen, meine Herren, von mir ein letztes Mal die Frage in die Runde. Lisa Winkelmeier-Becker. Ja, ich hätte noch eine konkrete Nachfrage zu diesem Arachnet-Projekt. Da schlagen Sie uns ja vor, das aufzugreifen. Ich würde das sehr gerne tun, aber deshalb auch gerne noch ein bisschen an Informationen darüber bekommen, um was es da geht, wie sich da Deutschland auch engagieren könnte und da beteiligen könnte. Wohin muss man sich wenden? Welches Geld muss man in die Hand nehmen oder welche anderen Dinge tun? Das würde mich noch interessieren. Welches Geld man in die Hand nehmen muss, keine Ahnung. Großbritannien beteiligt sich im Moment mit 1 Million Pfund, glaube ich, an Arachnet. Ich weiß auch nicht, für welchen Zeitraum. Ich stelle Ihnen gerne, es würde den Rahmen hier so ein bisschen sprengen, ich stelle Ihnen gerne alle Informationen zur Verfügung und stelle auch gerne den direkten Kontakt zum Canadian Center her, die sich sehr freuen, dass ich heute hier Gelegenheit habe, dieses Tool vorzustellen. Ein Weg ist zum Beispiel schon die 3 Meldestellen, die wir in Deutschland haben, Partner werden zu lassen von Arachnet. Die reden nicht nur mit Regierungen, sondern auch mit den ganzen Meldestellen weltweit, haben inzwischen viele Partner aus diesem Bereich gewonnen, weil es natürlich auch darum geht, Missbrauchsdarstellungen zu klassifizieren und zu identifizieren. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, die Analyse von einigen Missbrauchsserien hat zum Beispiel ergeben, dass sie in Deutschland A heißt, in Großbritannien heißt sie B und in Frankreich heißt sie C. Jetzt hat man zum ersten Mal eine Stelle, wo dieselbe Serie wieder und wieder auftaucht. Das heißt, sie lernen ganz viel über die Natur der Verbreitung. Sie lernen ganz viel darüber, welches Material sich wo wie findet. Und sie lernen ganz viel über das wirklich ganze Ausmaß einer Serie. Und auch da nochmal ein Beispiel, das Sie mir neulich mit auf den Weg gegeben haben. Es gibt ein Foto, also viele Bilder, aber es gibt unter anderem ein Bild von einem kleinen Mädchen, das aus einer bekannten Missbrauchsserie stammt. Und dieses Foto zeigt aber nur das Porträt des Mädchens, also das Gesicht des Mädchens mit Sperma im Gesicht. Und jetzt ist es den Kanadiern möglich, den Internet Service Provider zu kontaktieren und zu sagen, das ist übrigens eine Missbrauchsdarstellung, das können wir verifizieren, weil wir wissen, dass es in dieser Serie vorkommt und damit kann dieses Bild vom Netz genommen werden, was vorher so gar nicht möglich gewesen wäre. Dazu gäbe es noch viel zu sagen. Ich, wie gesagt, stelle das gerne Ihnen zur Verfügung und finde, dass eine deutsche Beteiligung nicht nur an finanzieller Natur, sondern auch technischen Know-hows, glaube ich, eine wahnsinnig gute Idee wäre. Vielen Dank, Frau von Weiler, für diese eindrückliche Darstellung nochmal am Ende. Meine Damen, meine Herren, ich glaube, wir können an der Stelle die Frage
Runde beenden. Ich möchte am Ende noch Ihre Aufmerksamkeit, bevor ich überleite zu Elisabeth Winkelmeier-Becker, Ihre Aufmerksamkeit lenken auf das Papier, das Ihnen allen vorliegen müsste, Schutz von Kindern verbessern, ein gemeinsames Papier von Dr. Stefan Habart, Elisabeth Winkelmeier-Becker und mir, wo wir verschiedene Themen, die heute auch angesprochen worden sind, nochmal versucht haben, vertieft auszuarbeiten. Und jetzt leite ich über zum Schlusswort an die AG-Vorsitzende Elisabeth Winkelmeier-Becker. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Alexander. An den Anfang des Schlussworts stelle ich meinerseits auch nochmal den ganz herzlichen Dank an unsere Experten und Gesprächspartner hier vor allem, dass sie uns hier wirklich aus der Praxis noch einmal Rückmeldung gegeben haben für unsere politische Tätigkeit, und wir werden gerne alles, was sich daraus auch an konkreten Handlungsansätzen ergibt, hier aufnehmen. Vielen Dank auch an alle, die Interesse gezeigt haben und hier auch mit Nachfragen sich eingebracht haben. Und ich denke, mal als Ergebnis können wir festhalten, dass wir, oder Sie sehen es auch anhand des Positionspapiers, dass wir uns wirklich engagieren wollen in diesem Themenfeld, dass wir uns auch schon mit einigen sehr konkreten Forderungen, die teilweise ja auch hier angesprochen worden sind, auch schon positioniert haben. Und genau auf dieser Basis werden wir uns auch innerhalb der Koalition weiter einbringen. Ich darf Ihnen verraten, dass wir uns mit etlichen Punkten hier auch schon genau in dieser Art und Weise auch gegenüber dem Koalitionspartner eingebracht haben. Das war nicht immer alles sofort von Begeisterung auf der anderen Seite dann erwidert worden. Deshalb müssen wir aber auch mit den Argumenten, die wir hier heute bekommen haben, denke ich, diese Diskussion weiter fortführen. Ich glaube, es ist nochmal ganz klar geworden durch Ihre Ausführungen, Frau von Weiler, welches Ausmaß diese Rechtsverletzung hat. Und das ist einfach durch die Verbreitung im Internet so um derartige Zehner, Hunderter Potenzen mehr geworden, als es eben in früherer Zeit war, als es um Fotos oder Filme ging, die man mal weiter verleiht. Das ist wirklich ein globales Thema geworden ist, und dass dann auch die Antwort darauf global sein muss, und dass ganz wichtig ist, diese Traumatisierung immer wieder wiederholt, auch auf der tatsächlichen Seite wieder einzufangen ein Stück weit. Es ist klasse, dass Sie diesen technischen Hinweis uns geben konnten, und da verspreche ich Ihnen, dass wir dem auch nachgehen werden und schauen werden, wie wir uns da einbringen können und daran beteiligen können. Ich glaube, von Anfang an in jedem Statement der Herren wurde nochmal die Bedeutung auch der Vorratsdatenspeicherung herausgestellt. Die Zahlen belegen es ganz einfach, und auch wenn man sich in der Tat die Frage stellen kann, warum gehen die nicht alle ins Darknet? Ich glaube, wenn man sich mal so den typischen Täter vorstellt, sind das nicht alles nur die Nerds, sondern da sind auch ein paar Leute, die sich eben ganz normal an ihren Computer setzen und für die das irgendwie zum Alltag gehört. Und dann sind das nicht alles nur die, die eben auch schon diese weiteren Schritte so drauf haben, zu sagen, ich gehe jetzt damit ins Darknet und dann bin ich sicher. Und wenn wir die schon mal alle haben, ja, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Im Bereich der Vermögensdelikte gibt es den alten Grundsatz, der Hehler ist schlimmer als der Stehler oder genauso schlimm. Und hier übertragen auf das müssen wir sagen, dass alle Nutzer von Kinderpornografie, die dafür bezahlen, so schlimm sind wie die, die den Missbrauch vollziehen und fotografieren und ins Netz stellen. Ich denke, das ist für uns nochmal ganz klar auch die Aufforderung und die Grundlage dafür, hier bei der Forderung zu bleiben, Kinderpornografie mindestens auch mit dem Strafrahmen bis zu 5 Jahre zu bestrafen. Wir sind erst in der letzten Legislaturperiode von einem Jahr auf 3 Jahre gestiegen, und das war damals das Limit dessen, was möglich war. Ja, Vorratsdaten, ich denke, da laufen Sie bei uns wirklich hier auch offene Türen ein. Ich denke, es ist auch nochmal klar geworden, Sie hatten es auch gesagt, es gibt hier eigentlich keine Streubreite an Fehlern. Man erwischt nicht fälschlich Leute, die eigentlich nur harmlos im Netz unterwegs sind. Wenn ich den Weg nehme von einer Plattform, auf der Kinderpornografie stattfindet, dann lande ich nicht
bei Leuten, die nicht auf dieser Plattform waren. Also da ist das Risiko, dass ich unbescholtene Bürger irgendwie zu Unrecht in Ermittlungen irgendwie verfange, nicht gegeben. Es ist vielmehr ein vielversprechender und wichtiger Ansatz, um an die Nachfrager zu kommen. Wichtig war für mich auch nochmal der Hinweis, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch die Ermittlungsbefugnisse noch einmal erweitern können. Der Hinweis auf die verdeckte Beschlagnahme, denke ich, ist nochmal eine gute Ergänzung. Ja, und dann auch nochmal der Hinweis darauf, dass wir diejenigen, die sich dieser Aufgabe stellen, dass wir die auch unterstützen müssen. Ich denke, sowohl auch in einer Art und Weise, dass man das überhaupt aushält, sich damit auch professionell zu beschäftigen und dann eben auch die Ressourcen auszuweiten. Denn in der Tat, wenn wir keine Ressourcen haben, dann brauchen wir auch nicht mehr zu ermitteln, um es hinterher dann doch nicht weiter verfolgen zu können. Das muss dann schon schlüssig und stringent sein und zusammenpassen. Also ich denke, an vielen Stellen haben wir da nochmal wichtige Ansätze bekommen, aber vor allem eben auch die Argumente, die wir dafür brauchen, um zu zeigen, dass es uns wirklich darum geht. Wenn man über Vorratsdatenspeicherung spricht, dann wird einem häufig gesagt, ihr mit eurer Kinderpornografie, das ist doch nur vorgeschoben. In Wirklichkeit geht es um andere Dinge. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Das, was hier läuft, ist das, was an vergleichsweise im Vergleich dazu dann doch geringeren Beschränkungen auf der anderen Seite der Waagschale sieht und was wir durchaus im Blick haben und auch minimieren wollen und auch können an Belastungen, dass man das anders abwägen muss, als es im Moment der Praxis entspricht. Das ist aus meiner Sicht eine klare Schlussfolgerung daraus. Ja, ein paar weitere Punkte haben wir hier in unserem Papier. Das können Sie sich dort nochmal genauer anschauen und natürlich auch mit nach Hause nehmen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir auch Ihre Unterstützung haben in der politischen Willensbildung und in den politischen Prozessen, die uns hoffentlich dazu führen, Mehrheiten zu finden für die Dinge, die Sie uns vorgeschlagen haben. Mit diesem Appell auch an Sie möchte ich dann heute hier die Veranstaltung beenden und sage nochmal ganz herzlichen Dank.